gut gelaunt. Meistens jedenfalls. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich beginne mal mit dem Positiven. Ganz offensichtlich hat die Debatte um die vermeintliche Missbrauchsanfälligkeit der Freien Sammlung dazu geführt, dass die Koalition ihre ursprünglichen Pläne ad acta gelegt hat. Sie haben nun eine Gesetzesformulierung gefunden, die in der Tat zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit führt, ohne an die Gültigkeit der Unterschriftsleistung absurd hohe Anforderungen zu stellen. Das ist grundsätzlich erstmal zu begrüßen. Bedauerlicherweise haben Sie diese Fähigkeit zur Selbstkorrektur nicht bei der Regelung aufgebracht, die Senat und Abgeordnetenhaus künftig erlauben soll, mit Steuergeldern Gegenkampagnen gegen Volksbegehren zu organisieren. Ja, wir erinnern uns an die Initiative zur Offenhaltung des Flughafen Tempelhof oder an ProReli, wo ganz offensichtlich hohe Summen, vermutlich im 6- bis 7-stelligen Bereich, mobilisiert worden sind. Nur, geholfen hat es beiden nicht. Sowohl Tempelhof 1 als auch ProReli sind gescheitert. Und selbstverständlich hatten die Gegner dieser Volksbegehren auch Raum in den Medien, konnten ihre Position darstellen. Wenn der regierende Bürgermeister oder Senatsmitglieder oder Fraktionsvorsitzende sich zu solchen Initiativen öffentlich positionieren, wird das nicht, in der Regel nicht verschwiegen, sondern es wird auch abgedruckt oder abgefilmt. Sie haben einen privilegierten Medienzugang. Und offenbar waren die Gegenargumente bei beiden Volksentscheiden überzeugender. Bei ProReli hat der Senat noch eine Anzeigenkampagne gestartet und wurde vom OVG gestoppt. Wir haben damals in der Konsequenz der Spenden und der Unklarheit, woher die kommen, die Offenlegung von Spenden an Volksinitiativen gesetzlich geregelt. Denn, das ist ja auch richtig, die Abstimmenden sollen schon erfahren, wer hinter solchen Initiativen steckt. Letztlich hat sich aber doch ganz klar gezeigt, die Gegenargumente waren überzeugender, nicht die aufgewendeten Summen zur Konterwerbung. Deswegen finde ich es auch recht durchsichtig, wenn Senat und Koalition jetzt über ein strukturelles Ungleichgewicht jammern, wenn sie keine Kampagnen machen dürfen. Nun, bei ProReli haben SPD, Linke und ein paar Groschen auch die Grünen in den Topf getan und für Proethik geworben. Die Zivilgesellschaft hat diese Auseinandersetzung begleitet und geführt. Das soll auch so sein. Und niemand kann behaupten, den Gegnern von ProReli seien die Hände gebunden gewesen. Das ist doch schlicht Unfug. Auf der anderen Seite hat es mehrere erfolgreiche Volksbegehren gegeben, bei denen die Initiativen kaum finanzielle Mittel zur Verfügung hatten. Nehmen wir den Volksentscheid Wasserverträge oder den Volksentscheid zur Offenhaltung, zur Nichtbebauung des Flughafen Tempelhof. Da war nicht viel Geld dahinter. Der Senat hat dagegen, ich behaupte rechtswidrig, vor allem aber intransparent, durchaus öffentliche Mittel in die Hand genommen. Und zwar über die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften oder wie bei Tempelhof aus Mitteln der ZLB. Bei der verfahrenen Olympiakiste durch eine eigene Kampagne. Und trotzdem sind Senat und Koalition gegen die Wand gefahren. Da waren die Argumente wohl nicht so überzeugend. Aber es kann doch keiner ernsthaft behaupten, SPD, CDU und der Senat seien bei Tempelhof der erdrückenden Übermacht einer mit Millionen privater Euros initiierten Werbekampagne erlegen. Das kann doch keiner wirklich erzählen. Meine Damen und Herren, das Gesetz trifft weder Regelungen über den Umfang zulässiger Werbemaßnahmen, noch wird gefordert und gesichert, dass Transparenz herrscht über die Verpulverung von Steuermitteln. Das lässt schon aufmerken. Denn von den Initiativen wird die Offenlegung vom Umfang und Spender ab einer Summe von 5.000 Euro verlangt. Messen Sie da nicht vielleicht mit zweierlei Maß? Von Anfang an haben SPD und CDU sich geweigert, über eine minimale Kostenerstattung für die Initiativen auch nur zu diskutieren. Und das ist nun wirklich inakzeptabel. Man gönnt sich einen ordentlichen Schluck aus der Steuerpulle und hält die Initiativen kurz. So geht das nicht. Meine Damen und Herren, das beklagte strukturelle Ungleichgewicht zwischen Senat und Parlamentsmehrheit einerseits und Initiativen andererseits, mit Ihrem heutigen Gesetzesbeschluss schaffen Sie dieses strukturelle Ungleichgewicht erst. Und zwar zulasten der Initiativen direkter Demokratie. Und das sind wir nicht bereit mitzutragen. Wenn Sie sich jetzt hier hinstellen, wie der Kollege Junke es im Innenausschuss getan hat, und sagen, wir tasten die Grundsubstanz direkter Demokratie nicht an, dann sage ich, gute 4 Jahre Rot-Schwarz lassen keinen Zweifel offen, wie Sie es mit der direkten Demokratie halten. Sie akzeptieren sie, solange sie bestätigt werden. Sie torpedieren sie, sobald sie ihnen kritisch begegnen. Termintricksereien, Nebelkerzen wie beim Volksentscheid Neue Energie, wir haben ja vorhin hier schon gestritten zu dem Bonsai-Stadtwerk, illegale Kampagnenfinanzierung aus öffentlichen Mitteln und am drastischsten beim Auskontern bezirklicher Bauvorhaben, Bürgerbegehren zu Bauvorhaben wie beim Mauerpark und bei den Buckower Feldern. Meine Damen und Herren, der heutige Gesetzesbeschluss reiht sich ein in eine ganze Reihe von Maßnahmen der Behinderung direktdemokratischer Initiativen der Stadtgesellschaft. Aber Berlin lässt sich nicht gegen die Berlinerinnen und Berliner regieren. Das hat sich letztlich auch immer wieder bestätigt, allen Manipulationen zum Trotz. Die Leute sind eben nicht blöde. Und
Wenn ich mich hier in den Reihen so umgucke, stelle ich ohnehin fest, dass das Interesse von CDU und SPD an dem Thema offenbar gleich null ist. Die Bänke sind so leer. Offenbar ist auch hier ganz deutlich, das interessiert die Koalition, das Thema interessiert die Koalition einfach nicht. Und das will ich an dieser Stelle wenigstens einfach noch mal festgehalten haben, dass es sich später auch im Protokoll wiederfindet. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Schön für die